Hallo und herzlich willkommen zur 304. Folge unseres Jagged Alliance 3 Let's Plays mit der Palzi. Alle drei Trupps sind hier im Xian Militärkomplex und es wird Zeit, ein Wörtchen mit Korath Son zu reden. Ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind. Ich möchte jetzt erst noch mal gucken, ob hier irgendwo Minen sind. Scheint erstmal nicht der Fall quietly. Zu sein. Let me show you how I used to sneak into pharmacies. Let me show you how I used to sneak into pharmacies. Und dann können wir wohl tatsächlich. Ja, I will hide and they will seek. Die Jungs alle mal und Mädchen. Becoming undetectable. Vergisst man ja sehr gerne. Ich habe versucht, halbwegs geschlechterparitätisch zu spielen, was mir in Charlie-Trupp mit drei Damen und Echo-Trupp mit drei Damen auch gelungen ist. Im Alpha-Trupp sind ja die ganzen Söldner, die man letztendlich hier anheuern kann. Gut, dann habe ich Ivan, Wolf und Fox noch. Da ist es dann halt nicht ganz gelungen mit der Geschlechterparität. Looking for stealth kill position. So, wo ist Grunty? Wo ist der Grunty? I have to play the game where I hide until it is time to shoot someone. Hello. Na, der mit dem ZDF gibt er sich nicht zufrieden. Shoot them! What are you waiting for? Kill them! Okay. Korath Son möchte also kämpfen, sagt sie, ja? So, als erstes mal eine Blendgranate direkt in die Fresse. Habe ich sie überhaupt drin gehabt? Ja. Please to enjoy very special gift! I will do. Da weg. In die Hocke und dann kriegst du doch hier von. Wir haben noch spezielles Feuerwerk vorbereitet, Korason. They cannot hit what they cannot see. So, wen haben wir denn noch nah dran? Ach, real quiet, man. Larry. Larry möchte auch spielen, habe ich gehört. Da bekommst sure. du. Nicht viel raus, aber dafür reicht's. Please, don't shoot. I give up. I'll do whatever you want. Pay you whatever you want. Ich mache, was immer sie wollen. Ja, wir haben da ein Frauendefizit im Alpha-Trupp. Ivan, nein, ich nicht. Ich stehe auf Bullet. Immer enge Hüschen tragen. Viel schöner sein. We're moving. Ich liebe den tanzen weißen Schwan. So, was haben wir denn hier noch? Ich würde mich da echt gerne noch mal umsehen. I am in movement. Ach, sogar mit eigenem Filmtheater. Moving toward destination. Die lässt sich aber das richtig gut gehen. Property of the People's Revolutionary Government. Moving, as of this moment. Das hast du wohl geklaut irgendwo, wa? Da gibt's doch noch was. Let zu us see what the Lord in his wisdom has given us. Das ist ja der Richtige hier. Auch wenn wir das nicht brauchen. I will do. I will go presently. Hello. Got it. This be worth checking out. Ein hackbares Gerät. Livewire, die hacken. Wir brauchen das Geld. 1200. When is my 15 minute break? Nee, aber hier ist nichts. Oh, die lässt sich aber richtig gut gehen hier, ne? Mit schöner Sitzecke, mit Leopardenfellmuster. Hier so eine Art Himmelbett. Ja, Korath Son, dir geht's gut in deiner prächtigen Villa hier. So, Rosa, wo bist du denn? Ready.
gegeben. Ach, da vorne stehst du. Going. Ja, vielleicht ziehen wir erstmal ein kurzes Fazit noch. Es ist Zeit für ein Fazit, was mir gefallen hat, was mir nicht gefallen hat. Also prinzipiell hat mir das Spiel gefallen, muss ich echt sagen. Hat mir Spaß gemacht. Ist endlich ein würdiger Jagged Alliance 2 Nachfolger, auch wenn ich da anfangs meine Probleme hatte mit dem Übergang von Echtzeit in Runden basiert. Was heißt anfangs? Das hat sich eigentlich wie ein roter Faden durchgezogen und ja, anfangs habe ich dann ja mit dem Active Pause Mod gearbeitet, das wurde dann aber nachgeliefert, ist jetzt Bestandteil des Spiels. Ist also kein Cheaten, die Space-Taste zu benutzen. Ist eine Game-Mechanik, die man halt nutzen kann und auch nutzen sollte, in meinen Augen. Was hat mir nicht so gut gefallen? Also, was mir echt übel aufgestoßen ist, ist, dass man an wichtigen Standorten nicht überall Milizen ausbilden kann. Ne? Und das sind insbesondere die Häfen. Den Hafen hier sehe ich als wichtig an, südlich von Diamond Red. Dann den Hafen hier, ich weiß gar nicht mehr, wie die Brücke hier hieß, der ist sehr, sehr wichtig. Da würde ich mir echt wünschen, dass sie sich da nochmal Gedanken machen, da auch Leute ausbilden zu dürfen. Ansonsten das Milizsystem, was ich auch nicht bei den Milizen nicht so gut finde, ist, dass man die innerhalb der gleichen Stadt nicht verschieben kann. Ne? Dass man halt nicht sagen kann, wenn... Jetzt finde ich kein gutes Beispiel. Hier sind zum Beispiel 7. Das sieht aber auch nicht. Angenommen, hier in der Mine wären jetzt nur noch, keine Ahnung, 5 Milizen, dass man die Milizen aus dem unwichtigen Bezirk halt nicht verschieben kann, wie man das aus Jagged Alliance 2 gewohnt war. Das würde ich auch noch besser finden hinsichtlich der Milizen. Ich finde auch nicht gut, dass alle Minen den Bach runtergehen. Das war in Jagged Alliance 2 besser gelöst, wo eine Mine letztendlich nur keine Erträge mehr geliefert hat. Und hier ist es ja wirklich so, das Spiel versucht einem irgendwie die Pistole auf die Brust zu setzen. Wenn ich jetzt halt, keine Ahnung, ein Jahr hier spielen möchte und rumgammeln, einfach nur mein Konto aufbessern, dann sollte mir das auch irgendwie gestattet sein. Das ist da nicht so schön. Was auch so ein bisschen übel war, ist die Menge an Quests, finde ich. Weil man da, was heißt man, weil ich da zwischenzeitlich echt die Übersicht verloren habe. Bei einigen Quests auch nicht sicher bin, wie man die überhaupt abschließen soll. Hier mit Lucky Vina, Diamantenminen, keine Ahnung, ob da jetzt noch was passiert. Verschwörung, angeblich brauchen wir mehr Beweise, aber wir haben schon ein Achievement bekommen. Gut, die habe ich versaut. Camp Hope, weiß ich nicht. Ja, aber insgesamt, man sieht halt hier, es sind unglaublich viele Quests, von denen einige echt, sind. Ich, Maman Liliane zum Beispiel, ihre Quest mit den 3 Typen, die sich an ihren Mädchen vergangen haben. Ja, kann ich verstehen, dass sie Rache will, aber dann irgendwie mit einer Belohnung rüberzukommen. Ich weiß gar nicht, was das war, 2.000-3.000 oder so. Das ist halt ziemlich lächerlich. Und die Kämpfe waren ja schon ganz schön heftig, die man da absolvieren müsste. Ich glaube, das ist eine der Situationen, wo wir tatsächlich einen Söldner verloren haben, der als einer von den Jungs dann da irgendwie aufs Dach geklettert ist und mal eben mit einem Machetenschlag jemanden getötet hat, wo ich dann echt nachladen musste. Ansonsten sind wir relativ gut durch die Kampagne gekommen. Ein paar Mal nachgeladen, gerade wenn ich in Minen reinmarschiert bin. Was hinsichtlich der Quests da nochmal zurückspringen auch nicht so angenehm war, ist das mit das Flüchtlingslager-Event. Denn ich musste ja, ich weiß nicht wann das war, irgendwie Folge 50 sowas rum oder 55, als ich erst hier hoch bin zur Hill Station, um Biff zu helfen,
dass man dann dadurch das Flüchtlingslager-Event schon getriggert hat, ohne vorher im Flüchtlingslager gewesen sein, fand ich auch nicht gut. Denn das ist ja schon ein Game-Changer. Und wenn man da nicht richtig ausgerüstet ist, dann geht halt gar nichts mehr. Ich habe halt erst versucht, mit dem Spielstand noch weiter zu spielen, irgendwie 5 Folgen lang, die ich niemals hochgeladen hatte. Aber das waren halt Dauerverwundete. Das heißt, so einen Hilferuf dann mit dem Flüchtlingslager-Event zu verknüpfen, ganz schlecht. Zumal das ja in letztendlich ein nicht-lineares Spiel ist. Man kann ja agieren, wie man möchte. Die Entscheidung von mir, von Ernie Island aus zuerst nach Diamond Red zu gehen, ist für mich durchaus schlüssig. Genauso schlüssig wie der Spur von MERC zur Côte d'Azur zu folgen. Genauso wie sich nach Port Cacao zu begeben, um Emma zu folgen. Das sind halt alles logische Sachen. Ich kann auch genauso gut erst nach Flohstadt und wenn dann da in Flohstadt die Quest mit dem Krankenhaus auftaucht, dann hindert mich eigentlich auch niemand daran, da gleich weiterzugehen. Und Krankenhaus dann zu dem Zeitpunkt, wo man noch mit einem Trupp unterwegs ist und dann diese Proben da sammeln muss, das ist... Es gibt Quests, da muss ich sagen, ja, die sind schön, aber kommen nicht ganz durchdacht, wenn man in Betracht zieht, dass es halt eine nicht-lineare Kampagne ist, ne? Das ist halt das Schwierige dabei. Ansonsten, wie gesagt, alles gelungen, die Quests größtenteils eigentlich auch sehr angenehm, sehr viele Charaktere, die ein bisschen was zur Geschichte beigetragen hat. Lustig fand ich halt zum Beispiel die Kaffeebühnchen, auch Shimurenga war ganz lustig mit seinem kommunistischen Gequatsche. Robat war auch cool, fand ich. Siegfried von Essen. Was ich auch nicht so prickelnd fand, war unten das Zwillingsgut, weil mir die Beweislage da so ein bisschen dünn war. Aber ansonsten ziemlich gute Quests. Sehr insgesamt halt ein sehr gelungenes Spiel. Hab auch wenig dran zu kritisieren, auch wenn ich mal immer wieder am Nörgeln bin. Aber wenn man halt spätabends dann irgendwie spielt, irgendwie noch eine Session macht mit 3-4 Folgen und man eigentlich schon müde ist und ins Bett möchte, aber man halt für den Kanal was tun muss, dann ist es halt schon teilweise ein bisschen nervig. Jutti, dann würde ich sagen, ja, Resümee soweit okay. Ich bin auch gerne bereit, das Spiel ein zweites Mal zu spielen, das muss ich sagen. So viel Spaß hatte ich dann doch dabei. Aber das hatten wir ja schon irgendwann diskutiert, als ich mir Gedanken über eine zweite Staffel gemacht habe. Wird auf jeden Fall ein Thema bekommen und den höchsten Schwierigkeitsgrad. Aber jetzt gehen wir erstmal zurück in den Militärkomplex, um hier ein Wörtchen mit Corazon zu reden. Please, just listen. I am not responsible for that mess Emma and Fosho have dragged you into. And me. Don't forget about me. Clearly they are using you in their dirty little game. I will help you get out of it. Money, passports, anything. There is no need for any more violence. You cannot bribe my team, miss. Raider, das hier ist mein Team, nur damit das mal klar ist. Was ist mit mir? Spike will etwas sagen. Ja, dann hören wir doch mal an, was Spike zu sagen hat. You have no right to come here and threaten me. I dissolved our contract and then you had to go and make yourself into some sort of bandit king. I like that one. These mercenaries should not have taken you here. They should have brought you to jail. They brought me here because we have the same score to settle. You screwed me over. And then you went ahead and did it to them, too. No, this is not at all. Thanks, by the way. I think they needed to hear you admit that you hired me in the first place. I'm finished talking to you.
Fusche ist tot. Is he? Very well. This is all his fault. He gassed all those innocent people just to frame you. This country is too wicked and chaotic to do business. If you let me leave, I will do everything in my power to help you clear your name. Your type of business is not anything the people of Grand Chien need. Ah, da kann man sie wohl überführen. In den Nachrichten war von Gas keine Rede. No? Well, of course not. That would just frighten people in nearby towns, wouldn't it? I merely assumed it must have been gas. That would be the most practical way to eliminate a lot of people at once. Miss, sometimes I do not know when is the right time to stop talking. I can see that you have the same problem. Flushed skin around the throat and cheeks, averted gaze, altered speech pattern. Yep, she's lying! MD ist super. Nur damit das mal klar ist, Corazon, es geht nicht ums Geld. Of course it is. You're mercenaries, right? You work for money. Look, I can pay you all enough to take a nice long vacation until I straighten things out here. You fully deserve it, don't you think? That's the first thing you're saying that appears to be true. You can lay low for some time, and when this unfortunate business is forgotten, you will have lots of other contracts. I know a certain company that would want to hire a team with your talents. And here we go again with the lies. Kurzen Moment. Aus der Sache kannst du dich nicht rausreden. Listen up, bitch. In case you hadn't noticed, I ain't here to negotiate. Just ask your guards. Oh, wait, you can't. Because they're all dead. Okay, okay, no need to threaten me. I will provide any details you need to know. Fang an zu reden, sofort. All right. There is no need for any more violence. I said I am willing to cooperate. What do you want of me? Oh, jetzt wird's doch mal... Die Wahrheit. Geld, ja, wäre schön, aber verzeiht, wir haben 1,4 Millionen Informationen. Brauchen wir noch Informationen? Ich finde, die Wahrheit ist das, was wirklich zählt jetzt. Denn mit der Wahrheit können wir ja auch unsere Reputation wieder reinwaschen. Of course. I will share all the details I know. I trust you will find this information useful enough to let me go unharmed. I guess we'll burn that bridge when we come to it. I have been in contact with Colonel Fauchot, who planned a coup against his own president, the father of your friend Emma LaFontaine. Boy, Ptichka, boy. He promised to grant me exclusive access to the diamond mining in the valley in exchange for financial support. But I swear I didn't know he was planning to kill those people in order to frame you. Here is my copy of the contract I signed with him. Please, let me go. I admit that I am surprised it is not signed in blood. Ich will die umlegen. Nein, will ich eigentlich nicht. Eigentlich gehört die ja vor ein Kriegsverbrechertribunal normalerweise. Den Haag oder sonst wo. Nö, Den Haag wäre passend. Aber so ein bisschen unbefriedigend ist das ja jetzt schon hier. Yes, I will. I don't want to be involved in any of this. We'll see each other in court. Don't make me come find you. Das Endspiel. Oh, es geht doch noch weiter. Okay. I knew that I have trusted the right people.
Thanks to you, my father is still alive. But moreover, you fought to save my beloved country. Thank you for showing me the meaning of courage, resilience, and valor. This is how we fight for justice. Good job, team. Magnifique. But what shall I hunt now? I can't wait to tell my father about all the problems I helped solve. Of course, he would just say that they were problems I created in the first place, so maybe I'll just tell him I went camping with friends. Our strength and valor has brought order back to my country. Now it is time to rebuild the right way. I cannot wait to tell all the girls back home of my glorious achievements. Someone take a picture. Wait, let me comb my hair. I am in possession of much fulfillment from this success. And I am thanking God I have retained all of my extremities. I am satisfied that I performed as superlatively as I always do. I know this wouldn't have been possible without me, so I feel this victory is one in which I can take some measure of pride. Well, I feel sweaty, exhausted, and completely satisfied. I guess that means we're all done. For now. Mother will be so happy when I tell her about the new friends I have made and all the people I have killed. She is always worried about that. Me not making friends, that is. Эта команда меня очень удивила. Я думал, что они все сдохнут, и мне придется выполнить эту миссию в одиночку. I proud of team. Mission was stiff, but we stiffer. Man, I'm so glad I'm sober. If I was high right now, I'd probably be saying something stupid about surviving a zombie apocalypse. On the other hand, I have to admit that combat is more fun when I think my gun fires rainbows. Hey, we did it! I almost can't believe I'm here, standing next to you guys. I thought I'd be stuck in a medical tent the whole mission, not here at the final battle. I mean, I am supposed to be here, right? Hot damn, did we kick some ass this mission! I got the post-victory tingles. Mama's gonna go into town and find somebody to fuck or fight. That was a hell of an operation, but we handled it. Nice work, everyone. Well, it's been real. It's been fun. But it hasn't been real fun. Actually, that's not true. Sorry, I suck at goodbyes. Well, I'll be damned. You actually did it. Not sure what that means for me, but I expect I'll soon find out. This was a real victory here, man. I be so proud of this whole team. Next time you need some help, don't be hesitating to call on Vicky Walters. That was some solid leadership, Chief. This team is full of some colorful characters, but you really pulled them all together. Nice job. Keep in touch, all right? Hello. Sorry for the lapse in communication, but I've been busy putting out fires. Your actions helped shape the changes that are happening in my country, and you certainly deserve a full report. Thanks to you, Father came back to the capital just in time to prevent the military coup. Without Colonel Foshu, the battalion commanders who intended to join him instead attempted to flee the country. My father made certain they did not. Pierre helped restore order to the Ajani region. My father enlisted him as a special military advisor, and he worked day and night to disband and in some cases destroy the last remnants of the Legion. He has proven himself to be a noble and compassionate person. I think he always was. He just fell in with the wrong crowd. We helped him to change into a better man. As for the measure, he will never again be allowed within the borders of Grandchien. I don't want him having any further influence on my Pierre. My people. Grandchien has suffered not just from the fighting, but also from the Red Rabies epidemic. Thanks to your efforts, it has been contained and the production of a vaccine has begun. Dr. Cronenberg was awarded a posthumous Grandchien Medallion of Merit for her sacrifice. Her peers vowed to continue studying ways to combat the disease in her honor. One bright spot to emerge from the darkness of the Ajani hostilities
is the marriage of Maman Lilian and Mr. Chimurenga. It has made many people very happy. The two of them are already organizing the next Pantagruel Carnival celebrations, and they plan to turn it into a world-class event. There will be drinks, dance, fireworks, and the honor guard of female red maki to keep the peace. I think you would like their uniforms. They are very eye-catching. But enough talking about our troubles. I heard that a very peculiar green diamond called Pride of the Ajani was auctioned for $55 million. The seller was someone named Biff Apscott, and he apparently spent all the money on a new boat, a luxury mansion for his mercenary agency, and a social network called Merc Space. I am livid. Do you know this person? That diamond is an important part of my people's history. It belongs in a Grand Chien museum. But my attention is being called elsewhere, my friend. Let me just say one last thing. I learned that Corazon Santiago faced a trial, and you destroyed her in court. My heart swelled when I saw that she was found guilty of war crimes, and that Adonis now faces lawsuits and falling stock prices. I can only imagine what a blow to your reputation it would have been for you had you not won the case. I'm sure that now you will have many new contracts, which means more opportunities to do good in your own unique way. Best wishes to you. Au revoir. Ja, sehr schönes Ende hier, die Zusammenfassung. Ich frage mich, ob da irgendwie auch noch andere Leute vielleicht genannt worden wären. Auch die Fotos sehr cool hier. Also zum Beispiel Hitman, der jetzt gar nicht mehr im Team ist, aber zwischenzeitlich war. Auch hier, oh Gott, wie hieße die Ukrainerin? Na gut, Blatt war ja nun niemals im Team. Das ist ja gelogen. Das hier ist doch Nails, der war doch auch nicht dabei. Ja, aber eine sehr gelungene Zusammenfassung, muss ich echt sagen, hat mir gut gefallen. Und Meltdown ist sowieso die beste. Das hier, wo ich das Foto gerade sehe, das wäre noch eine gute Möglichkeit, das Spiel zu verbessern. Leichen, also tote Leute, wenn man Stealth-Skill gesetzt hat, die irgendwie noch aufnehmen zu können, wie bei Kommandos zum Beispiel, und sie irgendwo anders hin zu verfrachten, damit andere Wachen nicht aufgrund des Toten dann aufmerksam werden. Ich genieße gerade so ein bisschen die Fotos hier noch, während da die Musik läuft. Text haben wir auch nie angeheuert. Das da ist Maus, glaube ich, ne? Ja. Kampagne vorbei. Das Ende fand ich jetzt gelungen, durchaus, dass man da nochmal so einen Überblick bekommt, was dann nach dem Sieg letztendlich noch passiert ist. Meine Meinung zum Spiel selber, habe ich schon gesagt, ist auf jeden Fall sehr schöner Nachfolger. Wiederspielbarkeit ist mehr als gegeben. Insbesondere dann, wenn man sich halt irgendwie ein Team-Motto setzt und versucht, das dann halt umzusetzen. Team USA wäre halt ganz interessant, wobei ich eher glaube, dass es USA and Friends werden würde, also irgendwie noch Karibik und Kanada mit dazu, weil man sonst ja doch ein Problem mit Medizinern bekommt und mit Technikern. Ein Girls Club ginge, könnte auch irgendwie ein Commonwealth Spiel machen, wo man halt nur, ja, Großbritannien, ja, Commonwealth halt letztendlich
und ehemalige Kolonien mitmacht. Also das, wie gesagt, es gibt unzählige Möglichkeiten, hier eine, glaube ich, eine interessante zweite Kampagne noch durchzuziehen, was ich auch irgendwann tun werde, aber jetzt erstmal nicht. Ich glaube, wenn die Folge rauskommt hier, dann ist eh Fußball-Europameisterschaft, sodass ich das Programm auf dem Kanal erstmal auf 2 LPs reduzieren werde. Und als nächstes größeres LP wird dann mit Sicherheit Frostpunk 2 kommen, das ja, oh Gott, ich will jetzt nicht lügen, Ende Juni oder was, Juli rauskommt. Aber das möchte ich auf jeden Fall angehen. Werden wir uns angucken dann. Aber bei Jagged Alliance ist jetzt auf jeden Fall erstmal Päuschen, bevor da eine zweite Kampagne starten sollte. Und ich hoffe natürlich, dass euch diese Kampagne mit mehr als 300 Folgen, ja, Slow and Steady, der Palzi, ne, Cool, Calm and Collected, dass euch diese Kampagne gefallen hat, ihr auch gefallen findet an anderen LPs auf dem Kanal, was mich sehr freuen würde und freuen würde mich natürlich auch, wenn wir uns in einem dieser LPs wiedersehen und ihr auch dran denkt, dieses Video hier mit einem Like zu versehen. Ich wünsche euch was, macht's gut, euer Palzi.